Hallo liebe Anker-Leser und Leserinnen und herzlich willkommen zum allerersten Sundance-Podcast. Wie sich die meisten von euch wahrscheinlich schon denken können, findet das Sundance ja normalerweise nicht in Österreich statt, sondern eben in Utah. Aber Corona-bedingt haben wir jetzt auf die diesjährige Online-Edition auch Zugriff bekommen, was natürlich auch ein großer Vorteil für uns ist und für unsere Berichterstattung. Und Julia und ich haben uns gestern schon jeweils einen Film angeschaut, gestern Nacht. Mein Sundance-Opener war die Dokumentation Summer of Soul or When the Revolution Could Not Be Televised, der das Regiedebüt von Questlove ist. Questlove kennen die meisten von euch wahrscheinlich als Drummer der erfolgreichen Hip-Hop-Gruppe The Roots. Mit Summer of Soul blickt Questlove auf das Harlem Cultural Festival zurück, ein sehr wichtiges Musikfestival für die afroamerikanische Community, das jedoch damals ziemlich untergegangen ist, weil es im selben Sommer stattgefunden hat wie Woodstock. Und auch das meiste des Videomaterials, das damals entstanden ist, ist komplett in Vergessenheit geraten und einfach nicht verwendet worden bis heute. Es ist Videomaterial ausgegraben worden, das man zuvor noch nie gesehen hat, von Künstlern wie B.B. King, Nina Simone, Stevie Wonder, die alle halt wirklich sehr imposante Auftritte dort hatten. Und es war halt auch ein sehr politisch angehauchtes Festival und es waren halt insgesamt auch 400.000 Besucher dort und es ist wirklich eine, wie ich finde, ein sehr wunderschön restauriertes Zeitdokument, das man sich unbedingt, wenn es mal in die österreichischen Kinos kommen sollte, als Musikliebhaber, als Geschichtsliebhaber, als jemand, der sich genauer mit afroamerikanischer Geschichte auseinandersetzen will, unbedingt anschauen sollte. Also ganz, ganz große Empfehlung jetzt schon meinerseits. Und Julia, was hast du dir denn gestern angesehen? Ja, Christian, ich habe mir als erster einen Film von Bas Punipira angesehen, ein thailändischer Regisseur, der vielleicht vielen bekannt ist durch seinen Heist-Movie Bad Genius. Wie gesagt, es ist ein thailändischer Film und Bas Punipira hat in den letzten 3 Jahren mit Wong Kar-wai, dem chinesischen Regisseur, der sehr, sehr bekannt ist, zusammengearbeitet. Und der ist jetzt für diesen Film, One for the Road, auch ausführender Produzent gewesen. Um was geht es in dem Film? In dem Film geht es darum, dass ein Thailänder, der schon länger in New York lebt, eines Tages einen Anruf bekommt, dass sein bester Freund im Sterben liegt. Und dieser möchte nun, dass er zurückkommt und ihm hilft, letzte Vorbereitungen zu treffen und sich zu verabschieden bei den Leuten, bei denen er sich nie entschuldigen hat können und er nun wieder alles gut machen möchte. Mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Könnte für einige vielleicht sehr melodramatisch wirken. Ich finde ihn allerdings zu keiner Zeit kitschig. Ja, der Film ist besonders außergewöhnlich, was die Bildkomposition angeht und auch der Soundtrack, weil, wie man schon in Bad Genius gesehen hat, ist es den Herrn Bas Punipira extrem wichtig. Ich habe seine Art zu schneiden oder der Schnitt in seinen Filmen erinnert mich sehr, wie Edgar Wright seine Filme schneidet, sehr schnell, sehr poppig. Es werden zahlreiche Pop-Klassiker verwendet und Evergreens, die einem sofort ins Ohr gehen. Ja, also wie ihr bereits gehört habt, war es auf jeden Fall schon ein sehr zufriedenstellender erster Sundance-Tag und wir freuen uns schon in den nächsten Tagen auch von weiteren hoffentlich guten Filmen berichten zu können. Ciao! Ciao!